Am Samstag hatte ich das Glück, an dieser Fachtagung mit dabei sein zu dürfen, und es hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, und ich habe auch viel gelernt dabei. Vor allem, was Maike Miller alles empfohlen hat, das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Maike Miller ist als Ergotherapeutin und Coach tätig und nutzt seit vielen Jahren die sensorische Integrationstherapie für die Arbeit mit autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und sie gibt regelmäßig Weiterbildungsseminare zum Thema Wahrnehmung, Ergotherapie und Autismus. Und das Referat bietet Menschen mit Autismus, Angehörigen und Fachleuten Wissen und praxisnahe Anregungen, wie Stress reduziert werden kann, um ausgeglichener und leistungsfähiger zu werden. Und mir hat das wirklich sehr, sehr geholfen. Menschen mit Autismus-Spektrumstörung leiden häufig unter Veränderungen der Wahrnehmung, die sie in ihrer Teilhabe einschränken. Durch Ergotherapie können Strategien erlernt werden, mit denen es diesen Menschen gelingt, im Alltag gezielt zum Beispiel auf Wahrnehmungs-, Über- oder Unterempfindlichkeit und Reizüberflutung einzuwirken, wodurch sich ihre Lebensqualität deutlich steigern lässt. Etwas, das Matthias Huber noch gesagt hat, fand ich sehr gut. Wie starr ist das System? Man sollte keinen autistischen Menschen einem System ausliefern, das einfach nur Stress auslöst. Da ist eben die Frage, welche Informationen braucht der autistische Mensch? Oder wie müssen die Rahmenbedingungen sein, damit Stress und Angst verhindert werden können? Wie schafft man ein System oder eine Gruppe, dass der autistische Mensch teilhaben kann? Teilhaben kann man ja nur, wenn man nicht total überfordert ist. Manchmal kommt auch die Dosierung ins Spiel. Dann geht es nicht um entweder oder, sondern darum, in vielen Teilschritten vorauszuplanen, wenn es klar vorstrukturiert worden ist, so dass es dann auch zu einem gelingenden Erlebnis kommt. Erst dann wird auch das Interesse da sein zum Teilnehmen. Ja. Da kann ich voll und ganz zustimmen. Für mich habe ich auch ganz viele Sachen gefunden, die helfen zu regulieren. Taktil ist das Schaffell. Ich habe das auf dem Sofa. Ich schlafe auf Schaffell und ich trage Schaffellstückchen in den Hosen- und Jackentaschen. Und um den Hals habe ich weiche Baumwolltücher und ich trage auch bequeme Kleidung, die weit genug ist. Und dann natürlich, wenn es kälter ist, die Kälte im Gesicht. Das ist sowas von beruhigend. Visuelle Hemmer. Für mich sind das die Farben Blau und Grün, also die Natur. Und ich trage nur blaue Kleidung. Das ist sehr beruhigend. Zum Anschauen Buchrücken, wenn sie schön geordnet sind. Oder die strukturierten Muster von Kristallen und Steinen, Wald, Wasser, Schnee, Natur. Wenn ich einen Hund sehe, dann fühle ich Freude. Das ist auch regulierend. Und dann natürlich, wenn das Licht zu grell ist, dann ist die Sonnenbrille sehr gut. Und ich habe mich jetzt auch
beschäftigt mit den Irlen-Linsen. Das sind diese getönten Linsen. Die sind gut für Migräne oder Lichtempfindlichkeit. Und ja, ich werde das sicher mal austesten. Ich mache ja bald einen Kurs in ein paar Monaten. Dann weiß ich dann etwas mehr darüber. Und dann Audio, die Bergesstille, also wenn's um mich herum total still ist. Und das ist eben vor allem in den Bergen so. Das hat einen massiven Effekt auf mein Nervensystem. Da fahre ich sofort runter. Das ist wirklich enorm, der Unterschied. Ja, und wenn's halt lärmig ist rundherum, dann muss man sich anders zu helfen wissen. Und dann höre ich oft Musik oder Audiobooks oder Videopräsentationen, Referate und abends schaue ich mir dann irgendwelche Filme oder Serien an. Düfte, da habe ich am liebsten Jasmin, Nelke, manchmal Vanille. Körperlich ist Walking auf flachen Wegen gut. Es darf eben nicht zu anstrengend sein, weil ich Exercise-Intoleranz habe und alles, was mich zum Schwitzen bringt oder das Herz schneller schlagen lässt, das löst dann eben leider körperliche Symptome aus. Histamin wird ausgeschüttet, die Mastzellen werden getriggert, also zu viel körperliche Bewegung ist Stress für meinen Körper jetzt. Das heißt, ruhiges Walking ist möglich oder Fahrradfahren oder so. Oder Tai Chi Chuan, Qigong, das sind auch ruhige Bewegungen. Und Boxing, wenn ich wütend bin für 5 Minuten, das geht auch. Dann gibt's natürlich Rosenbergs Basic Exercise. Das ist eine einfache Übung, die ich täglich mache. Man verschränkt dabei die Arme hinter dem Nacken und dann schaut man mit den Augen auf den einen Ellbogen und atmet ruhig dabei. Und nach einiger Zeit schaut man mit den Augen auf den anderen Ellbogen. Und das ist eben eine sehr regulierende Übung. EFT-Tapping, Jin-Shin-Jutsu, Handberührungen, Handpositionen und Fauchen oder so richtig in ein Fell hineinkrallen und dann wieder loslassen. Das ist, wie man Wut abbauen kann. In kontrollierter Weise. Oder gegen eine Wand pressen und dann wieder loslassen und wieder pressen. Das ist auch sehr gut, wenn man total wütend ist und diese Energie abbauen muss. Man tut das dann eben bewusst und nur so kann man es abbauen. Ja, und dann natürlich Atemübungen, die den Vagusnerv stimulieren. Und dann gibt's noch die Psoas Hydration. Das kann man mit einem Ball machen. Diese Übung wird durch Liz Koch vorgestellt. Sie ist Psoas Expertin. Und wie man sieht im Bild, sie liegt auf diesem Ball. Der ist nur so halb mit Luft gefüllt und man massiert sich dann einfach und das ist auch sehr beruhigend. Und dann der Geschmackssinn, für mich ist das bitter. Das beruhigt mich sehr. Vor allem Jasmin-Grüntee, aber auch Kamelmilch, die etwas salzig schmeckt. Die Regulierung des Nervensystems. Wenn eine
Person schon an sich gearbeitet hat, also auch weiß, wie das Nervensystem regulieren. Das ist eine ganz andere Ausstrahlung wie eine Person, die gestresst ist. Und das merkt man. Und das ist eben wirklich ein Unterschied, mit so einer Person in einem Raum zu sitzen. Das ist dann fast automatisch, dass man sich auch beruhigt, wenn eine andere Person geerdet ist, ruhig bleibt. Hat einen großen Einfluss. Ja, und wie gesagt, eben Hunde haben einen sehr beruhigenden Einfluss. Tiere allgemein oder Katzen. Wann immer ich wütend bin, dann kommt die Nachbarskatze von oben und die reibt sich dann an meinen Beinen und der Ärger ist weg. Einfach verschwunden. Das ist wie Magic. Mindfulness und Stressreduktion. Natürlich muss ich das Mandala malen erwähnen. Jetzt während dem Lockdown in Kurzarbeit habe ich natürlich einiges an Mandalas gemalt. Und das ist wirklich eine sehr zufriedenstellende Beschäftigung. Das beruhigt, es hilft fokussieren, es macht auch Freude, es ist meditativ und spannend. Und dann, was mir auch hilft, ist recherchieren und Informationen sammeln. Das hilft Stress abbauen. Und wenn ich dann Informationen finde, wo ich mich eben bestätigt fühle in dem, was ich selbst erfahre, weil man kommt sich ja immer so isoliert vor und erlebt auch oft Invalidation durch das Umfeld. Es wird einem nicht geglaubt. Es wird einem vielleicht gesagt, dass man nicht so empfindlich sein soll. Aber man sucht sich ja das nicht aus. Und die Leute, die eben nicht viel wissen über Autismus, die können sich da sehr schlecht hineinfühlen. Und dann ist es halt immer gut, wenn man Informationen findet, die einem Bestätigung gibt. Und dann, was mich sehr beruhigt, ist Lesen in einem stillen Raum, da fährt's Nervensystem auch runter. Oder solche Videos zusammenschnippeln, das ist auch ganz toll. Und da lerne ich jedes Mal sehr viel, weil ich auch viel recherchiere für so ein Video. Und was jetzt in diesem Referat nicht vorgestellt wurde, war die Ernährung. Ich finde, das ist ein wirklich wichtiger Teil. Es wird immer ignoriert. Es ist halt auch umstritten und auch recht individuell, aber ich denke, es gibt schon so gewisse Sachen, die man generell sagen kann. Und jetzt für meine Hirnfunktion unterstützend und auch für das Hormonsystem, da habe ich wirklich eine gute Erfahrung gemacht, auf Fleischkonsum umzustellen und auch viel tierisches Fett zu essen, so dass eben mein Körper auch Fett verbrennt statt Glukose. So ist die Energie immer sehr konstant. Also es ist dann nicht so, dass der Blutzucker plötzlich in den Keller sinkt und man sofort essen muss oder fast in Ohnmacht fällt. Das habe ich früher oft erlebt, aber seitdem, dass ich eben so esse,
ist das nicht mehr so. Ja, und dann habe ich auch Kamelmilch jetzt dazugefügt. Das hilft mit der Angst und Leaky Gut. Ich arbeite auch mit vielen Supplementen, sogenannten Nootropics. Das hilft für optimale Hirnfunktion und Vitamine natürlich, weil mein Körper ist jetzt so, dass er nicht alles gut aufnehmen kann. Und um einen Mangel vorzubeugen, muss ich halt supplementieren. Es bestehen bei mir jetzt auch viele Intoleranzen und das macht es ein bisschen schwieriger mit der Ernährung, aber ich habe meinen Weg gefunden, habe mich da durchnavigiert, alle Triggerfoods weggenommen. Ich konsumiere auch keinen Zucker oder Alkohol. Und seitdem geht es mir im gesundheitlich sehr viel besser. Das heißt, dadurch wird der Stress enorm reduziert. Wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht, wenn ich also zum Beispiel eine Migräne habe oder fibromyalgieartige Muskelschmerzen, das ist Stress. Und wenn ich das vermeiden kann, weil ich eben in einer bestimmten Weise esse, dann mache ich das gern. Dann bin ich gern bereit, auf gewisse Dinge zu verzichten, aber dadurch mehr Lebensqualität zu haben. Was Mike Miller auch noch erwähnt hat, war die Wichtigkeit von Autonomie. Für mich ist das enorm wichtig. Was heißt für mich Autonomie? Wie gesagt, die Wahl haben, was ich esse, wann ich esse und auch wie ich es zubereite, weil es hilft, Symptome zu vermeiden. Mein Körper reagiert dann nicht auf alles Mögliche. Und dann die Wahl haben, was ich an meinem Körper trage. Also auch kein zusätzliches Gewicht. Ich bevorzuge jetzt eher weite Herrenkleidung, weil die gerade geschnitten und nicht tailliert ist und auch lang genug. Und ich habe auch meine eigenen Schuhe. Die nennen sich Kibun, die haben eine ganz weiche Sohle. Das heißt, man läuft dann wie auf Waldboden. Und das in sich allein ist schon eine Art von Stimming. Und das ist auch sehr regulierend. Autonomie bedeutet für mich auch wählen können, wie und wann ich soziale Kontakte pflege und in welchem Rahmen. Ich muss auch die Möglichkeit haben, mich zurückzuziehen, allein sein. Und zwar ziemlich viel. Und ich möchte jetzt auch niemand in der Wohnung haben. Ich bin eigentlich schon im gestresst, wenn jetzt durch den Umbau die Leute am Gerüst rumhangeln und vorbeilaufen. Also mein Bedürfnis an Privatsphäre ist sehr groß. Das ist nicht bei allen gleich. Aber bei mir vielleicht durch das, was ich erlebt habe, ein bisschen ausgeprägter.
Ja, und dann möchte ich eigentlich auch die Wahl haben, in welchem Geräuschpegel ich mich befinde. Und ich möchte auch nicht gezwungen werden, reden zu müssen, weil ich bin wirklich eher ein stiller Typ. Außer jetzt da auf den Videos, da rede ich viel, aber das ist privat, zu Hause, vor einem Bildschirm. Das ist auch noch mal anders. Und Autonomie heißt für mich auch, die Räume abzudunkeln, ohne dass jemand etwas sagt. Weil das grelle Licht der Sonne ist schmerzhaft für die Augen. Und auch deshalb bin ich froh, dass ich halt allein wohne und da niemand ein Problem damit hat. Kann ich mich wirklich stark regulieren, meinen Bedürfnissen entsprechend. Und das ist auch wichtig. Denn sonst wäre der Stresspegel viel höher. Und was Iris Köppel beschrieben hat als selbstbetroffene Autistin, da konnte ich mich sehr hineinversetzen. Und was sie gesagt hat, von sehr schnell gestresst sein und dann aber viel Zeit brauchen, bis man wieder einigermaßen im Ruhezustand ist. Da braucht es eben viel länger. Und wenn in diesem wieder runterkommen nochmal ein Stressor hinzukommt, das stimmt wirklich, das erlebe ich auch so, dann kommt man gar nicht mehr oben runter. Weil dann nochmal ein Stressor kommt und nochmal ein Stressor. Und dann möglicherweise kommt's zum Meltdown oder Shutdown, je nachdem. Maike Miller erwähnt unter anderem Hyperakusis. Ich denke, viele Autisten haben das. Ich habe eine Hyperacusis-Diagnose erhalten vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt, aber selbst diagnostiziert habe ich auch Misophonie. Das ist, wenn man eben auf Geräusche mit Wut reagiert, also das Rascheln von Plastik oder das laute Atmen oder Husten. Oder sonst irgendwelche Geräusche einen total aus der Fassung bringen und Wut auslösen, weil es einen stresst. Und das Einzige, was einem da bleibt, ist halt dem Geräusch irgendwie aus dem Weg gehen oder mit Gehörschutz zu arbeiten. Und was Maike Miller gesagt hat, es ist schwierig, stressfrei und fokussiert zu bleiben, wenn Geräusche nicht nur laut sind und ablenken, sondern auch Schmerzen im Ohr verursachen. Dann kann das eben fast traumatisch sein, wenn man dem nicht aus dem Weg gehen kann und dem ausgesetzt ist über Stunden. Wer also dauerhaft unter sensorischem Stress leidet, dessen Gefühl von Sicherheit ist massiv beeinträchtigt. Aber man kann sich auch helfen und, wie gesagt, damit Gehörschutz arbeiten oder dann laut Musik hören. Für mich ist es hilfreich, irgendwelche Videos oder Referate zu hören, Audiobooks. Das kann mich dann ablenken. Ist auch ein Geräusch, aber es ist
etwas, das mich interessiert. Und dann ist die Aufmerksamkeit weg vom anderen Geräusch. Und so kann man sich einigermaßen durchmogeln. Aber wenn jemand laut telefoniert, dann höre ich das, was ich im Kopfhörer höre, nicht mehr. Das laute Telefonieren ist dann lauter. Das ist ein bisschen mühsam. Da habe ich auch schon das Abteil gewechselt im Zug. Ja, und deshalb bin ich halt sehr gern einfach zu Hause, weil da habe ich meine Ruhe. Meistens. Außer jetzt, wo sie am Umbauen sind. Da kann es auch laut werden. Aber normalerweise ist es zu Hause immer noch viel leiser wie unterwegs im Zug. Und so kann man sich dann erholen von dem ganzen Lärm. Für mich ist Winter Paradies. Da funktioniere ich einfach wirklich am besten. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung und ich sag das schon lang. Kälte beruhigt mich und es geht mir allgemein viel besser, gesundheitlich, körperlich, sowie mental, emotional. Und ich bin viel leistungsfähiger im Winter. Temperaturen zwischen 5 Grad Celsius bis 15 Grad Celsius, das ist dieses Fenster, wo ich mich am wohlsten fühle. Und die körperliche Symptomatik ist viel weniger schlimm wie jetzt im Sommer. Und es ist schön, dass ich da jetzt auch Bestätigung kriege durch Maike Miller. Nun hat also Maike Miller, die Ergotherapeutin, welche eng mit Dr. Christine Preismann zusammenarbeitet, dies auch bestätigt im gestrigen Referat. Es ist immer so schön, wenn man Bestätigung bekommt. Man erlebt es und doch wird einem nicht geglaubt. Man wird nicht ernst genommen. Ja, und dann tut's gut, wenn man das eben auch von professioneller Seite hört, dass das tatsächlich so ist, dass das viele Autisten so erleben. Dass Kälte eben tatsächlich auf unseren Erregungszustand wirken kann. Wir können besser herunterfahren, wenn wir gestresst sind. Ist ja irgendwie auch logisch. Wenn ich solche Winterbilder anschaue, ich finde das enorm beruhigend, schon nur ein Bild anzuschauen. Ich merke das wirklich ganz deutlich. Und wenn ich könnte, würde ich irgendwo hinziehen, wo es wirklich das ganze Jahr durch immer ziemlich kalt ist. Weil Sommerhitze ist für mich wirklich Tortur. Also ab 22 Grad, da merke ich, wie ich langsam diese Erschöpfung fühle und dann auch Hitzewallungen. Und je mehr die Temperatur steigt, umso mehr Symptome habe ich. Wütend sein oder auch Ängstlichkeit und ich schwitze wie verrückt. Ich habe Schlafprobleme, weil ich eben so schwitze, so unruhig bin. Und dann die Verdauung ist auch nicht mehr so gut. Die Beine schwellen an. Ja, und dann leider auch mehr Muskelschmerzen, mehr Migräne. Zum Teil auch Gelenkschmerzen. Und dann fühle ich mich total erschöpft während dem ganzen Sommer. Ich habe keine Energie. Ich habe auch Nebel im Gehirn. Das Denken ist nicht klar. Es ist einfach nicht die gleiche Lebensqualität wie jetzt im Winter. Und die Leute, die machen sich darüber lustig, die sagen, ja, tu doch nicht so, ist ja für alle heiß oder sowas. Aber das ist eben anders, wenn man
eine Autoimmunerkrankung hat, dann kann Hitze die ganzen Symptome verstärken. Und übrigens auch eben Exercise bewirkt genau das. Masken tragen bewirkt auch Symptom. Anstieg, direkte Sonnenbestrahlung und auch ich gehe nicht in die Sauna, da habe ich wie eine allergische Reaktion und sogar Hautausschlag vom Schwitzen. Hormonschwankungen führen auch zu Symptomanstieg, aber die Sommerhitze verstärkt einfach alles. Das sehe ich wirklich so aus. Und das ist dann eben Hitzestress.